Da sind wir wieder. Es geht weiter hier bei The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Wir haben beim letzten Mal den ersten Boss besiegt, den ersten Dungeon abgeschlossen und müssen jetzt zu Prinzessin Zelda. Hier haben wir erstmal noch ein paar Rubine. Ich meine, wir kriegen sowieso noch genug. Es ist, glaube ich, es wird niemals so sein, dass wir... Na, wobei, doch, es kann schon sein, irgendwie. Früher war das doch schon so. Aber ich glaube, so knapp mit den Rubinen wird es auch nie. Ich habe ja das komplette Spiel vor kurzem erst durchgespielt, damit ich den Master-Modus wieder freischalte. Oh, guten Tag. Erstmal eine saubere Skulptur. Und da habe ich auch nie Geldprobleme gehabt. Aber ich meine, da habe ich mir ja auch nicht alles gekauft. Ich habe da ja nur so ein paar Sachen gebraucht. Und das war's. So. Mit dem Typ einfach nicht reden, einfach in sein Haus reingehen, die ganzen Krüge zerstören und das war's. Freundlich. Die freundliche Nachbarschaft. Babada babada ba. Gut. Also, hier können wir zwar überall reingehen, aber das machen wir später. Wobei, ich glaube, ich gehe mal ganz kurz hier rein. In diesen Bogenshop. Ist der schon... Warte mal, ist das nicht dieser Typ, der keine Beine hat? Ja, der Typ hat einfach keine Beine. Haben die einfach nicht... Das war auch im Original N64 schon nicht so. Was hast du dazu zu sagen, hä? Genau. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. So, also, ich hasse das. Willst du ein Spielwagen? Das kostet die 20 Rubine. Ja. Also gut, das hier ist nur was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf der Plattform und zeige genau, du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Schieß mit B. Fertig? Okay. Treffe ich nicht. Ach so. Nein. Alter, mit diesem Controller ist es komplett blöd. Ich hab's geschafft. Ich bin begeistert, klasse, göttlich, göttlich auf. Hier nimmt der einzigartige Präsent an dich. Moment, was? Ich dachte, ich krieg jetzt hier Rambazamba Herz dazu. Große Munitionstasche für Deko-Kerne, was soll das denn? Hallo, ich will nochmal. Nee, eigentlich will ich nicht, aber... Willst du dich noch ein Spielchen wagen? Kostet 20 Rubine. Pass auf, jetzt krieg ich's nicht mehr hin. Also gut. Warte, ich krieg dann auch noch was, ne? Ich will ein Herzteil. Ja... Ne, das ist wieder genau das gleiche, kann das sein? Okay, ich bin begeistert. Nimm das einzige... Hab ich... Was? Okay. Dankeschön. Tschüss. Und im First Try habe ich das, glaube ich, noch nie geschafft. Okay, ich habe es vielleicht einmal im Leben gemacht. Okay, ich dachte, ich kriege jetzt da ein Herzteil, aber na gut, dann halt nicht. So, da sind wir kurz vorm... Oh, ich seh doch den Vollidioten da oben schon wieder. Ah. Hallo, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen, sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf dem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späten Zeiten wiederkommen. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Na, du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Nee, ich bin nicht so blöd, wie du denkst. Das ist alles. Warte, das heißt, ich soll wieder abhauen? Ja, ich muss wirklich wieder abhauen. Aber warte, hier geht doch die Zeit. Ich bin ja nicht in einem Dorf. Oder in einer Stadt oder so. Wo ist die Sonne? Ist da die Sonne? Wo ist die Sonne? Hier komme ich auf jeden Fall nicht lang. Da darf ich mal auf die Uhr gucken. Da oben ist doch irgendwo so eine Uhrzeit. Ey, hallo. Nein, ey. Was ist denn jetzt los? Listen, der Dekobom wollte, dass wir die Prinzessin im Schloss der Arme besuchen. Sollen wir nicht etwas beeilen? Was denkst du denn, was ich gerade mache? Beeilen, ja, wenn ich bis abends warten muss. Was ist denn diese bescheuerte Sonne?
Lass mal auf die Uhr gucken. Wenn man diese Steine haut, dann zeigt die immer die Uhrzeit an. Und jetzt ist es 15.05 Uhr. 15.17 Uhr. Okay, also die Zeit, die geht hier wirklich schnell vorbei. Gut, dann warte ich einfach. Denn wir müssen tatsächlich bis abends warten, bis hier jemand auftaucht. Und dann geht es weiter. Ah. So, ich gucke auch lieber mal in diese Richtung. Sieht der Voldip mich da oben nicht? Da unten? Ich nehme einfach hier hin. Ein bisschen Eistee hier genießen. So, vielleicht müsste da jemand jaulen. Göttlich singen, meine ich, ja. Oder? Nee. Oder auch nicht. Hier ist auf jeden Fall noch eine Skulti, die nehme ich mir mal mit. Okay, hier singt niemand, da muss ich wohl ganz kurz wieder hier raus. Ich dachte, die spawnt da jetzt einfach so ganz bescheuert. Oh nee, stimmt, es gibt ja auch diese Hundemission hier draußen. Jetzt. Hallo! Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst ja nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Also ich habe ja gehört, im Wald, da stinken... Ich bin Marlon. Mein Vater gehört die London Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch der kam mir bisher nicht zurück. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Nee, warte. Sonst wäre ich nicht hier. Wenn ja, dann tust du mir bitte einen Gefallen. Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm das doch bitte an dich. Bewahr es warm und sorgsam auf. Du wirst schon gebrauchen können. Ein seltsames Ei. Scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Drücke die Tasten. Lagere es auf den Tasten. Okay. Warum macht er das nicht selber? Okay, dann holen wir das Ei mal direkt dahin. Auf die zwei. Diese komischen Tasten, die man nur mit dem Touchscreen berühren kann. So, wir dürfen uns von denen jetzt nicht sehen lassen. Heißt, ich springe hier einfach mal runter. Da vorne ist auch noch eine Feenquelle. Genau, da komme ich aber noch nicht hin, weil die zu bombardiert ist. Jetzt muss ich hier ganz kurz. Oh, scheiße. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich habe eigentlich die genaue Route im Kopf. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass das hier alles gespiegelt ist. Und das verwirrt. Man denkt eigentlich, ja, du musst ja einfach nur dann komplett anders denken. Du musst ja einfach nur gespiegelt denken. Wenn du nach rechts normalerweise gehst, dann musst du halt hier nach links gehen. Aber so einfach ist es nicht. Ich habe ja echt keine Rechts-Links-Schwäche. Wow, du hast ein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft. Sehr gut. Hä? Ja, der steht doch genau da oben. Was soll ich denn machen? Hä? Der steht ja genau da, wo ich lang muss. Haben die da einen hingesetzt? Der war doch sonst nicht da. Warte, ich muss das jetzt nochmal genauer inspizieren. Oder ist das der von da oben? Nee. Steht da hinten. Da steht nirgendwo einer. Der steht da echt beschissen. Warte mal, hä? Muss ich ja ganz nah an denen vorbei. Da steht der. Ich komme da nicht vorbei. Da steht jetzt irgendeiner. Da vorne steht nur einer. Heißt, ich gehe einfach mal hier entlang. Okay, ich weiß nicht, wie die mich gerade nicht gesehen haben da vorne, weil da standen drei Stück, die haben mich alle nicht gesehen. So, da vorne ist auch einer, Vorsicht. Ich glaube, die haben da einen mehr hingestellt. Dieser eine Typ, der war da nicht da.
Und ab ins Wasser. So, weil da vorne sind auch noch welche. Da kann ich nicht mal vorbeilaufen. Ein bisschen Geld, da haben wir auch volle Rubine. 99 mehr, geh nicht, Skulti, komm da raus. Ah ne, hier ist ein Loch, das ich später springen muss, ne? So, da vorne ist der Vollidiot. Hallo! Der ist auch angelehnt an Super Mario. Und sein komischer Kollege auf der Farm, der sieht aus wie Luigi. Schade, dass es kein Waluigi gibt. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Nee, Maestro. Hallo, wer bist denn du? Also ich bin Talon, ich bin der Besitzer der London Farm, ja. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern, ja. Und dann wollte ich mich nur mal kurz ausruhen. Und dann, ich weiß ja auch nicht, war da plötzlich so ein Vogel, der ist vor mir vorbeigeflogen, da bin ich umgefallen. Na, eingeschlafen bin ich natürlich nicht. Was, Marlon sucht nach mir? Ach, jetzt kriege ich wieder Ärger. Ich hab dir doch versprochen, dass ich mich nicht wieder von den Vögeln ablassen würde. Ich komme! Warte mal, wo läuft denn der hin? Da vorne ist doch gar kein Weg. Okay, so. Sind das hier die Milchfässer? Werden ja die hierher geschleppt? So, aber die müssen wir jetzt erstmal... Sag mal, irgendwie geht doch hier der Tageszyklus viel, viel schneller als früher, oder? Keine Ahnung, ey. So, zack. Das reicht natürlich nicht, den brauchen wir auch noch. Ach, da vorne die geheime Tür, wo jeder immer rein wollte, aber man kommt da einfach nicht rein. Ähnlich wie in Banjo-Kazooie, diese Tür da ganz am Ende, bei diesen zwei. Bei ihrer Transformationsmaschine. Der Grund, diese Transformationsmaschine da. Zack. Hä? Ach so. Muss ganz schön ins Wasser. So, dann sprengen wir mal da rein. So, wir schleichen uns ins Schloss rein. So, Schloss. Oh. Weil es Nacht ist, oder was? Muss tagsüber da rein. Einfach schnell wieder raus. Dann warten wir halt nochmal. Gleich haben wir es hier geschafft. So, es wird schon wieder hell. Ich erstrahle. Goldgelb. So. Wie im Backofen. Manche sehen noch gut aus, ne? Ich muss das hinstellen, das heißt. Oh! Der Vogel hat gezwitschert. Der Hahn gekräht. Und jetzt komme ich hier lang. Sehr gut. Ah, da vorne ist doch die Tür sogar. So, das kennt man ja hier, ne? Einfach den Wachen ausweichen. Wo geht der denn jetzt lang? Jetzt gehen die beide da vorne lang. Das ist jetzt blöd. Boah, da geht der denn jetzt gleich hinterher? Okay. So, die hören das natürlich auch nicht, wenn ich hier rolle und wieder rumschreie. Oh mein, ist der blind oder so? Ich springe einfach vor dem da runter und er sieht es nicht. So, jetzt Vorsicht, nicht vor dem runterfallen. Der läuft leider ganz, ganz blöd diagonal. Hallo, Monsieur. Jetzt kommt sein Kollege. Was ist das denn jetzt? Habt ihr euch jetzt gegen mich verschworen? Ich muss warten, bis die beide da hinten sind. Warum läuft der eine so langsam und der andere so schnell? Alter, ihr Knechtle. Das bleibt auch noch da stehen, ne? So, gleich geschafft. Da vorne ist er. Ist das nur der eine? Ne, da ist noch einer. Ganz langsam und in aller Ruhe.
Oh Gott. Ich dachte, er geht noch um die Ecke. So, aber haben wir es geschafft. Die große Halle. Und da sind wir. Hier gibt es noch ein kleines Easter Egg oder zwei Easter Eggs sogar. Ich glaube, wenn man hier eine Bombe dran wirft, genau, dann guckt er raus. Hey du, mach keinen Ärger. Und wirft eine Bombe einfach. Und hier sieht man, glaube ich, so eine Mario-Referenz. Genau, ne? Sieht man ja hier. Ist, glaube ich, neu im 3D-Remake, oder? Weil das ist das hier nicht. Das ist doch... ist irgendein New Super Mario Bros. Teil. Sieht aus wie DS. Oh. Dankeschön für das Geld, aber ich brauch's mal wieder nicht. Also noch nicht. Hallo. Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Naja, ich bin halt hochprofessioneller Einbrecher. Sozialer Einbrecher. Oh, was ist das? Das ist... Grün und hässlich... eine Fee? Dann kommst du doch aus dem Wald. Ich habe gehört, da stinkt's. Ja, das weiß ich mittlerweile. Dankeschön. Du hast nicht zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine, den funkelnden grünen Stein da. Na, hast du ihn dabei? Ja. Den wollte ich eigentlich verticken, aber na gut. Ja, wie ich es mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolke unter unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichtes die Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus dem Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von der Geschichte und mich gar nicht standardmäßig vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Bernd Mustafa. Ich fühle etwas. Bernd Mustafa? Nein? Strolli? Ach, den kenne ich. Ist das nicht der komische, der ganz Bekloppte aus dem Internet? Von dem habe ich schon mal was gesehen auf YouTube. Der kommt mir wirklich vertraut vor, der Name. Ich glaube, das ist der. So sei es nun, Strolli. Bist ja gar nicht so geisteskrank, wie ich dich in Erinnerung habe von YouTube. Ich werde dir mein Geheimnis des Heiligen Reichs verraten jetzt. Das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen, oder? Doch. Ich bin auf YouTube, ich erzähle alles weiter. Dies ist die Legende. Das Triforce vereint die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an dem Ort des Heiligen Reichs. Denn das Triforce hat... Was ist denn da gerade los? Moment, da ist gerade ein Vogel an meinem Fenster komisch vorbeigeflogen. Ein rechtschaffenes Herz wird... Und würden Menschen eines Menschen nie... Ja, lest euch selber durch. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Gerade ein Vogel ganz, ganz laut an meinem Fenster vorbeigeflogen. Hat so komisch gezwitschert. Die Zitadelle der Zeit ist unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man bräuchte die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraue, verstanden? Ich habe die Hälfte nicht gelesen, aber ja. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geblickt. Einzelne Elemente aus meinem Turm. Aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir mal anschauen? Ja, okay. Aber nur einmal. Ach, da stapft er lang. Der General. Siehst du den Mann dort? Nö, ich bin blind. Der mit dem bösen Blick. Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Osten unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinem Traum einhüllen,
Sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzähle ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubt mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaub mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reichs abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Strolli, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ich glaub kein Wort. Ich danke dir. Ich hab Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Er kommt aus dem All. Strolli, das kannst du dir nicht vorstellen. Der kommt vom Mars. Der sieht aus wie Mars. Der frisst nur Mars. Aber jetzt, da du ja schon mal da bist, dann wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass der komische Marsfresser in den Beginn des Triforce da gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbleibenden heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Das ist Zeldas Brief! Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Im Item-Menü kannst du nicht auf die Tasten legen. Okay. Freunde, und ich würde dann sagen, an dieser Stelle beenden wir Enten im Teich. Hallo, wer ist das denn jetzt noch? Ich bin Impa, Überlebende der Sheikah. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Perfekte. Ich bin ja doch musikalisch. Du hast Zeldas Wiegen niederlernt. Wenn ich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Bäh. Dankeschön. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule von den drohenden Apokalypsen bewahren. Richte deine Augen auf den Berg dort. Dies ist der Todesberg, das Reich der Geroen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuß des Todesbergs wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich, um die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Ich doch nicht. So, okay. Freunde, dann würde ich aber auch sagen, das war's dann von dieser Folge. Wir haben, fast nichts hingekriegt, außer im Schloss unterwegs gewesen zu sein und uns Hyrule ein bisschen anzugucken. Aber na gut, beim nächsten Mal erkunden wir dann ein bisschen Kakariko und vielleicht brechen wir schon auf zu den Geroen. Und gehen dann vielleicht sogar. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, nee, aber wir schauen uns auf jeden Fall schon mal an. Da ist Kakariko. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. Hier bei Ocarina of Time 3D Master Quest.